So, was machen wir denn heute? Was denn heute Programm? Programm ist erstmal ankommen, Bambuskappen, den großen und die in den Pötten, das Bäumchen beschneiden. Wie Arbeit oder was? Baby, nur ein bisschen. Heute ist Sonntag. Ja, aber nur ein bisschen. Vielleicht auch nur die Hälfte und dann auf die Liege. Na, schauen wir mal. Oh, heute haben wir ja noch eine ganze Menge gemacht. Wir haben zwar nicht viel gefilmt, aber... Keine Technikfilm. Nee, Melanie hat den Baum geschnitten. Dann haben wir den Wohnwagen wieder mal umgedreht, weil die Elektrik funktioniert jetzt nämlich. Und damit ich damit zum TÜV fahren kann, haben wir den Wohnwagen heute schon mal umgedreht. Na, was sagst du? Sind deine Blümchen angegangen? Ja. Ja, vor allem die da in der Ecke. Das finde ich voll schön. Das freut mich total. Ja, genau. Und sogar die kommt wieder. Die Totgesagte. Ja, die kommt sogar wieder. Das ist echt cool. Ja, mal gespannt, wie die nächstes Jahr aussieht. Also Blümchen gut, jetzt muss nur noch der TÜV gut werden. Ja, ihr müsst jetzt ganz doll Däumchen drücken, bitte. Damit wir auch ja gleich TÜV kriegen bei Knut, ne Baby? Ich bin wieder zu leise, ne? Ja, jedes Mal kriege ich einen Rüffel, weil ich zu leise bin. Und jetzt denken wahrscheinlich alle, mein Gott, was schreit die jetzt? Jede Wette. Ja, so haben wir es gerne. Na, ich stehe da drauf, wenn du mich anschreist. Ich weiß. Aber du wirst doch die anderen nicht drunter leiden. Nein, aber was auch cool ist, kommt mal mit. Wohin? Hier hin. Hier in der Ecke. In der Ecke? Jo, die sind ganz schön gewachsen. Das Efeu, was ich geholt habe, ist schon so gewachsen, dass es jetzt schon rüberdengelt. Und hier wickle ich das jetzt schon um die Stange von dem Gerüst, hätte ich jetzt weiter gesagt. Ja. Und die Pflanzen, die waren echt so groß nur, als ich die gekauft habe. Ja, waren total klein. Und da wurde ich noch ausgelacht, also ich meine jetzt nicht von Jens, aber ich wurde noch ausgelacht, was wird es denn damit? Das dauert ja ewig. Ich sage, naja, es geht voll schnell. Und bäm, klingt voll gut. Was mein Baby in die Hand nimmt, das wächst. Natürlich. Ja, die haben wir auch noch winterfertig gemacht hier, alle abgeschnitten für den Winter. Ja, das mit der Elektrik beim Wohnwagen war ja eine ganz fiese Geschichte. Da stimmte die Verkabelung ja nicht. Und ich habe ihn dann so verkabelt, wie er eigentlich verkabelt werden muss. Aber das hat dazu geführt, dass Plus und Masse vertauscht waren. Und dadurch ist beim Zugfahrzeug, also beim Mercedes, eine Sicherung durchgeknallt. Die Sicherung saß an der Batterie unter der Rücksitzbank. Also da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja, da bin ich dann zu der Werkstatt meines Vertrauens gefahren und die haben das Problem auch ruckzuck erkannt. Ja, das war easy. Habe ich 79 Euro für bezahlt. Finde ich völlig okay. Also, weil ich habe es echt nicht mehr geblickt, wo der Fehler liegen kann. Ja, und jetzt funktioniert die Elektrik und jetzt heißt es auf zum TÜV. So, ich bin jetzt hier mit dem Wohnwagen beim TÜV. Ja, heute Morgen war ich echt nervös. Aber jetzt, wo ich erstmal hier bin, ja, jetzt bin ich eigentlich ganz entspannt und ja, mal gucken, was er sagt. Wenn ich noch was nachbessern muss, dann ist das eben so. Aber ich habe es erstmal alles getan, was ich tun konnte. Und das mit dem Licht habe ich ja auch hingekriegt. Ja, und jetzt schauen wir mal. Drückt mir die Daumen. Hast du die jetzt geprüft? Die Achse oder? Die Reifen angucken und ob das freigängig ist alles. Ja. So, das sieht gut aus. So, der ist Baujahr 77, also schon erstaunlich, ne? Wie lange sowas hält. Ja, ne? Knaus ist doch irgendwie gute Qualität, anscheinend. Ja. Ja, okay, gut.
Ja, trocken ist er Gott sei Dank. Oder von innen ist alles trocken immer. Hier ist nur irgendwo die gefahren. Ja. Okay. So Leute, ich bin heute Morgen bei schlechtem Wetter in totalem Nebel zum TÜV gefahren, hab TÜV bestanden und jetzt scheint die Sonne. So liebt der Camper das. Ja, und jetzt, wo der Wohnwagen wieder TÜV hat, widerstrebt mir das auch total, den Wohnwagen jetzt wieder auf dem Campingplatz abzustellen. Ich mag den eigentlich gar nicht abhängen. Ich würde ihn am liebsten dran lassen. So, hier ist jetzt unser Campingplatz. Ich bin jetzt mal von der anderen Seite rangefahren, weil dann kriege ich den Wohnwagen besser rückwärts reingeschoben. Ja, so, also hier in die Einfahrt, da muss er gleich rein. Ja, Leute, der Wohnwagen hat wieder TÜV und ich bin echt happy. Das hat mich echt belastet, dass er keinen TÜV hat. Und ich hatte mich auch echt gefragt, ob die Substanz noch gut ist. Also Achsen, Bremsen, Reifen, also vor allen Dingen Achsen und Fahrwerk. Aber das ist alles noch top. Also ich denke mal, mit dem Wohnwagen können wir noch einige Jahre fahren. Das wird wohl kein Problem sein. Knut wird wohl noch lange unser Reisebegleiter sein. Ja, und ich freue mich drauf, nächstes Jahr wieder mehr unterwegs zu sein. Ja, so viel vom TÜV für heute und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Jetzt geht's nach Hause. Melanie kommt gleich von der Arbeit und dann muss Essen auf dem Tisch stehen, wie sich das gehört. Ja, und da steht er, unser Wohnwagen mit TÜV.